Und ich werde auch den Film mir anschauen, wenn er dann mal in die Kinos kommt. Denn das Ganze wurde ja. Ich kann halt nicht reden. Dann, wenn ich es eilig habe, kann ich nicht reden. Die kennen die meisten. Auf jeden Fall Dartan Smoke Dart. Und da geht es eben, wie man sich denken kann, um Möpse. Also um die Hunde natürlich. Wen sonst? Ja. Hier zum Beispiel Hunde. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Lesemonat bei mir. Letztes Mal hat es ja nicht so ganz geklappt mit dem Lesemonat im Januar. Da hatte ich nämlich eine ziemlich schlimme Leseflaute und deswegen habe ich da auch kein Video abgedreht. Aus diesem Grund dachte ich, dass ich diesmal einfach den Januar und den Februar zusammen abdrehe, sozusagen, denn ich habe im Januar natürlich trotzdem Bücher gelesen, aber eben nur so wenig Bücher und das waren auch teilweise, also eins der Bücher zum Beispiel, das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen uninteressant für euch, deswegen habe ich da einfach kein Video gedreht wegen zwei Büchern, die euch tatsächlich interessieren könnten. Außerdem hatte ich zu diesen Büchern, die ich im Januar gelesen habe, sowieso Rezensionen abgedreht. Und dann habe ich das mit dem Lesemonat letzten Monat einfach mal weggelassen. Dafür habt ihr aber dann diesen Monat ein bisschen mehr von mir. Wie gesagt, Januar und Februar jetzt dann. Und ich beginne einfach mal mit dem Januar, würde ich sagen. Wie gesagt, es waren nur drei Bücher. Zwei davon habe ich rezensiert und eines eben nicht, weil das ein Buch für die Uni war. Und es war jetzt auch kein super tolles Buch, dass ich sagen würde, oh ja, müsst ihr unbedingt mal lesen. So ein Buch war das nicht, deswegen. Ich sag's euch jetzt einfach mal, das erste Buch, das ich im Januar gelesen habe, das war ein E-Book. Und zwar war das Daughter of Smoke and Bone. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das Licht ist heute mal wieder ganz blöd, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, Daughter of Smoke and Bone, ihr würdet wahrscheinlich sowieso wissen, wie es aussieht. Und das Buch hat 448 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand es also ziemlich gut. Ich fand, es war mal eine andere Art von Fantasy. Es war mal nicht dieses typische Vampir-Werwolf-Geschichtenzeug, sondern es war einfach mal was anderes, war spannend und interessant. Und ich werde auf jeden Fall das Ganze weiterverfolgen und den nächsten Band auch noch irgendwann lesen, aber das dauert wahrscheinlich noch. Ihr werdet es in meinem nächsten Haul-Video sehen, dass ich mir keine Bücher mehr kaufen möchte. Erst einmal. Ich möchte erstmal meinen Besuch abbauen, deswegen glaube ich nicht, dass also beziehungsweise dass der zweite Band von Daughter of Smoke and Bone, wie heißt der, ich glaube, Days of Blood and Starlight, genau. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt so schnell kaufen werde, weil ich erst einmal den Sub abbauen sollte, ja. Das zweite Buch, das ich dann im Januar danach gelesen habe, war aus der Bibliothek ausgeliehen. Und zwar war das Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Das Ganze hat 288 Seiten und hat von mir 5 Sterne bekommen. Also ich war ziemlich begeistert. Einerseits fand ich es natürlich ziemlich traurig. Und ja, es ist eben ein sehr ernstes und trauriges Thema. Aber andererseits war es trotzdem ein ganz, ganz tolles Buch. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich werde mir auch den Film im Kino anschauen, wenn er denn dann kommt. Denn das Ganze wurde ja verfilmt. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ja, ein tolles Buch auf jeden Fall. Und das waren eigentlich die zwei richtigen Bücher, die ich im Januar tatsächlich zu Ende gelesen habe. Ja, da war dann eben noch, wie gesagt, dieses Uni-Buch. Und zwar war das Montauk von Max Frisch. So sieht das Ganze aus. Ist eben mit Schutzumschlag. Ohne Schutzumschlag ist es so ein rotes Buch. Also die Sonne ist halt echt schlimm. Genau, und diesem Buch habe ich auch nur 3 Sterne gegeben, obwohl das, ich weiß nicht, ob es so verdient ist, aber irgendwie fühle ich mich schlecht, wenn ich einem Buch von Max Frisch weniger als 3 Sterne gebe. Ich weiß auch nicht. Also richtig bewerten kann ich das Ganze nicht. Aber wie auch immer, es hat auf jeden Fall 178 Seiten und ja, ich habe eben ein Referat darüber gehalten, deswegen musste ich es eben auch lesen und mich damit beschäftigen. Und ich muss sagen, wenn man sich nicht genau mit diesem Buch beschäftigt, dann versteht man eigentlich ziemlich wenig von dem Ganzen, weil das sehr autobiografisch ist und ja, ist einfach eine Sache für sich. Also ich finde, für so zwischendurch zum Lesen ist es echt nichts. Es ist keine Sache, die man zu Unterhaltungszwecken lesen kann, weil man dann einfach Max Frisch Biografie und sein Leben und so kennen sollte, sonst ist es irgendwie ein bisschen komisch, finde ich zumindest. Ja. So.
Das war es eigentlich im Januar. Ich habe dann noch ein Buch gelesen. Das habe ich jetzt nicht da, weil das werde ich euch dann zeigen, sobald ich es tatsächlich mal zu Ende gelesen habe. Ich habe es nämlich immer noch nicht zu Ende gelesen, auch im Februar noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich an diesem Buch so lange hängen geblieben bin, warum ich das einfach nicht beenden kann. Ja, obwohl ich kann es mir so ein bisschen denken, weil ich habe in der Uni ein Seminar besucht und da ging es die ganze Zeit um neuere Literatur und in dieser neueren Literatur ging es dann ständig um DDR und Zweiter Weltkrieg und lauter solche Sachen eben. Und ich habe dann angefangen, die Bücherdiebin zu lesen. Ja, es geht um die Bücherdiebin. Und ich habe 200 Seiten im Januar gelesen, aber irgendwie, wahrscheinlich auch wegen dieser Leseflaute, aber selbst im Februar habe ich es ja nicht geschafft, obwohl ich da keine Leseflaute hatte. Ich denke einfach, dass das Thema im Moment nichts für mich ist. Also ich möchte es trotzdem beenden, weil ich möchte ja auch den Film mir ansehen und so weiter. Aber ja, das Buch ist auf jeden Fall super. Ich finde, es ist toll, aber ich habe eben ein Problem mit der Thematik, glaube ich. Das ist im Moment nichts für mich, weil ich in der Uni einfach so viel darüber gelesen habe und wir uns so oft und so viel darüber unterhalten haben, über diesen Zweiten Weltkrieg und Judentum und so weiter und so fort. Und ja, nee, das irgendwie macht das keinen Spaß, es zu lesen. Ich weiß auch nicht. Es ist echt schade, weil es ist ein tolles Buch. Und wenn jetzt der Film nicht rauskommen würde, würde ich es auch nicht weiterlesen. Dann würde ich einfach sagen, okay, ich warte ein bisschen, bis ich Lust drauf habe. Aber ich möchte es ja unbedingt lesen, bevor der Film kommt. Das ist ja das Problem. Wie auch immer, also insgesamt habe ich demnach drei Bücher gelesen im Januar, ganz gelesen. Und ich zähle jetzt auch die 200 Seiten dazu, weil sonst ist es komisch, weil das zieht sich jetzt mindestens über 3 Monate mit diesen Bücherdiebin. Deswegen zähle ich jetzt die 200 Seiten auch dazu. Deswegen habe ich dann 1114 Seiten gelesen. Das macht so ungefähr 35,95 Seiten, nee, 9 Seiten oder so. Ja, ich glaube so ungefähr, sagen wir 36 Seiten am Tag, also echt wenig. aber ist ja auch egal, Hauptsache ich habe überhaupt was gelesen. Und ich habe durchschnittlich 4 Sterne vergeben. Ja, also der Januar war so lala, war ganz okay. Also Hauptsache, wie gesagt, ich habe überhaupt was gelesen, aber hat sich echt nicht gelohnt, ein Video zu drehen drüber. Ich glaube, das seht ihr auch ein. Vor allem habe ich ja, wie gesagt, über Daughter of Smoke and Bone und Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Über beide habe ich eine Rezension abgedreht. Das heißt, das könnt ihr euch anschauen. Das verlinke ich auch in der Infobox unten. Also, das könnt ihr euch gerne anschauen. Da seht ihr dann meine genauere Meinung dazu. Und ansonsten gehen wir jetzt, würde ich sagen, einfach mal zum Februar über, damit wir da weiterkommen. Da habe ich nämlich ein bisschen mehr gelesen. Und zwar habe ich da 7 Bücher gelesen und auch die Bücherdiebin ein bisschen weitergelesen. Aber 7 Bücher habe ich auf jeden Fall ganz gelesen. Das waren 2143 Seiten insgesamt. Und das macht 76,5 Seiten am Tag, also auch nicht wahnsinnig viel, aber immerhin. Und ich finde, 7 Bücher sind eigentlich echt toll. Naja, manche Bücher waren relativ dünn, aber ist ja auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich habe im Moment so viel zu tun und muss auch für die Uni so viel lesen und schreiben, Hausarbeiten und so weiter, dass ich echt froh bin, dass ich überhaupt lesen kann. Und es entspannt mich dann einfach, wenn ich abends irgend so ein tolles Buch mit ins Bett nehme und dann das lesen kann. Aber da kommt dann natürlich nicht so viel dabei raus, wie wenn ich auch tagsüber ein bisschen Zeit hätte. Aber ist ja auch egal. Ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Bücher ich da gelesen habe. Und zwar habe ich, wie gesagt, zunächst einmal zur Bücherdiebin nochmal. Die habe ich, da habe ich nur noch 100 Seiten weitergelesen. Zu mehr bin ich leider nicht gekommen. Aber ja, also nur das vorneweg schon mal. Und dann habe ich ganz am Anfang des Monats, Februar, dieses tolle E-Book gelesen. Das nennt sich Nekare. Ich glaube, Verlockung, genau. Nekare Verlockung von Juliane Maybach. Ja, genau. So heißt die junge Dame. Und dieses Buch hat 368 Seiten und ich habe ihm 3 Sterne, nicht 4. Genau, ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Ich habe keine Rezension verfasst oder sonst wie, aber ich kann euch jetzt kurz meine Meinung sagen, warum nur 3 Sterne. Und zwar, ich blende das vielleicht einfach nochmal hier ein, weil das Licht ist so schlecht, dass ich es nicht die ganze Zeit hochhalten kann. Ich glaube, da werdet ihr sowieso nichts sehen. Wie auch immer. In Ekar geht es auf jeden Fall um ein junges Mädchen, die, ich glaube, mit 16 oder 17 oder so rum ungefähr erfährt, dass sie einen Hexer zum Vater hat. Also ihr Vater, der vor vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich nach ihrer Geburt oder so, oder vor ihrer Geburt, ich weiß nicht genau. Ich habe es leider schon vergessen, ist schon lange her.
Ich kann mir irgendwie die Inhalte von Büchern nicht so lange merken. Keine Ahnung wieso. Aber das Gute ist, ich kann sie ja dann nochmal lesen, weil ich habe ja dann bis dahin vergessen, um was es ging. Egal. Ich glaube, die junge Dame heißt Gabriela oder Gabriel oder so ähnlich. Ja doch, Gabriela heißt sie. Gut, ich habe es gefunden. Und Gabriela erfährt eben, dass ihr Vater ein Zauberer oder Hexer ist oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dass er sie eingeladen hat, nach Nekare zu kommen. Das ist so die Zaubererwelt. Und dort soll sie auf so ein Internat gehen, so ein Zauberei-Internat, so ähnlich wie bei Harry Potter Hogwarts. Genau, und da soll sie eben unterrichtet werden. Das Problem ist nur, dass Gabriela eigentlich gar keine Kräfte hat. Also normalerweise ist es bei so jungen Zauberern so, dass sie in einem gewissen Alter dann irgendwann ihre Kräfte erlangen. Und dann zeichnet sich, glaube ich, auch so ein bestimmter Name auf ihrem Arm ab, kurz. Und das ist dann ihr künftiger Name. Also bis dahin heißen sie ganz normal. Gabriela heißt Gabriela. Übrigens im ganzen ersten Band, also es ist eine Reihe, habe ich ganz vergessen zu sagen, es ist eine Reihe. Und später soll sie dann halt irgendwann erfahren, hoffentlich, also sie weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich klappt, wie sie dann in der Hexenwelt heißen wird. Also die haben dann einen anderen Namen. Und dann kommt sie eben nach Nekare und besucht diese Schule und da gibt es natürlich auch Zickenkrieg so ein bisschen und es gibt natürlich auch einen jungen Mann, den sie ganz toll findet und ja. Dem Buch konnte ich nicht mehr als 3 Sterne geben, weil es einfach ein paar Dinge gab, die mich genervt haben. Die Art, wie das geschrieben war, war einfach zu einfach. Versteht ihr, wie ich meine? Also es war mir einfach, also mal davon abgesehen, dass Fehler drin waren, aber das kann ja immer passieren. Ich denke mal, diese Fehler, die bei mir drin waren, die waren jetzt auch wegen E-Book, also dass es irgendwie in E-Book umgewandelt wurde, schätze ich mal. Da waren einfach ständig irgendwelche Wörter zusammengeschrieben, die nicht zusammengehören und so weiter und ja, das hat auch ein bisschen genervt, aber da konnte ich dann drüber hinwegschauen, weil ich meine, dafür kann die Autorin nichts. Aber für ihre Art zu schreiben, dafür kann sie schon was. Und ich hoffe mal, dass sich das bessert in den nächsten Büchern, dass sie sich da selber so ein bisschen verbessert, weil ich fand einfach, dieser Schreibstil war mir einfach nicht geheuer. Also mir hat es nicht gefallen, der Schreibstil, ja. Und wenn mir der Schreibstil nicht gefällt, dann habe ich eben ein bisschen ein Problem beim ganzen Buch. Und dann war das nächste Problem, das war eigentlich noch ein größeres Problem mit dem Schreibstil, kann ich ja noch ein bisschen leben. Wie gesagt, das kann sich ja im Laufe der Zeit noch verbessern, das hoffe ich zumindest. Mein anderes Problem war dann, dass der junge Mann, in den Gabriela verliebt war, oder ist, ja, sagen wir ist, der wird eben als wunderschön dargestellt und er sieht ja so toll aus und alle stehen total auf ihn und das Problem ist, wirklich, das wird im Buch auf jeder Seite andauernd betont, wie toll dieser Kerl aussieht, wie schön er ist und dass alle Mädchen auf ihn abfahren. Und dann irgendwann ist es auch so weit, dass so aus einer anderen Schule ein paar Leute kommen, weil ihre Schule Probleme hat. Also ich will da jetzt nicht genau darauf eingehen, weil sonst würde ich spoilern. Deswegen, das lassen wir einfach. Auf jeden Fall kommen da ein paar Leute von anderen Schulen zu Besuch. Und da heißt es dann auch, oh, und die schauen sich alle nur diesen Kerl an. Mir fällt jetzt sein Name nicht an, irgendwas mit N, glaube ich. Egal, auf jeden Fall schauen die sich alle nur diesen Kerl an und alle wollen nur was von ihm und er ist ja so toll. Ich dachte dann irgendwann, ja, ich hab's verstanden, er sieht gut aus. Ihr müsst das nicht noch 5-mal wiederholen, ihr müsst nicht ständig darauf herumhacken. Ich fand das so übertrieben. Ich meine, okay, ich hatte dann gegen Ende die Hoffnung, vielleicht hat es ja einen Grund, dass der so aussieht, ne? Eigentlich hatte ich das schon am Anfang gedacht, dass es muss doch, eigentlich muss es wirklich einen Grund haben, weil sonst verstehe ich nicht, warum das so betont wird, so extrem, dass er so toll ist und so toll aussieht und muskulös und keine Ahnung und tolle Haut hat und tolle Haare und Augen und oh, Himmel, Herrgott, ohne Witz, das war echt übertrieben. Aber ja, ich hoffe einfach, dass das einen Grund hat, das Ganze. Und dass es dann im zweiten Buch ein bisschen weniger wird und vielleicht auch einfach mal erklärt wird, was das soll. Ja, das hat mich genervt. Das habt ihr jetzt auch gemerkt, wahrscheinlich extrem genervt. Wie auch immer, es lohnt sich trotzdem, es zu lesen, das muss ich auch sagen. Und es war auch so ein Buch, das mich gefesselt hat, wo ich dann abends immer an das Buch denken musste und gedacht habe, ja, ich will jetzt unbedingt weiterlesen, ich will wissen, wie es weitergeht. Also es hat mich auf jeden Fall sehr gefesselt und es war auch auf jeden Fall sehr spannend. Also es ist
wirklich ein Buch, was man lesen kann. Und es hat auch Spaß gemacht, vor allem wenn man auf so Zauberei und Zaubereiinternat und sowas steht, also auf Harry Potter steht. Also es hat mich sehr stark an Harry Potter erinnert, muss ich sagen. Aber eben so aus der Sicht eines Mädchens und ein bisschen anders. Aber es hat mir ansonsten sehr gut gefallen. Ich hätte dem Buch auch wirklich gerne mehr Sterne gegeben. Aber wenn ich das dann vergleiche zu anderen Büchern, war es einfach zu schwach vom Stil her und eben diese ständigen Wiederholungen wegen dem Aussehen von dem Kerl und so. Ja, ansonsten war es aber auch, wie gesagt, gab es sehr viele spannende Stellen, die dann wiederum gut geschrieben waren. Ja, dieses Buch hat mich so ein bisschen in die Zwickmühle gebracht. Aber ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Der zweite Band heißt, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist ja auch egal, ich werde es euch dann sagen, sobald ich es gelesen habe. Und ich kann es trotzdem weiterempfehlen. Also nur weil ich jetzt 3 Sterne vergeben habe, heißt es nicht, dass ihr nicht mehr Sterne vergeben würdet, weil ihr vielleicht den Schreibstil gut findet oder so. Kann man ja nie wissen, das ist ja Geschmackssache mit dem Schreibstil. Aber die Geschichte an sich ist wirklich ganz, ganz toll. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Buch. Das nächste Buch, das ich dann im Februar gelesen habe, waren so 2 Kurzgeschichten in einem Band. Und zwar war das The Prince and the Guard von Kira Cass. Und das ist von den, wie es da oben steht, The Selection Stories. The Selection und die Elite sind, oder die Elite auf Deutsch, ja, sind auf jeden Fall in Deutschland schon erschienen. Und The One wird auf Englisch bald erscheinen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wann genau, aber dürfte nicht mehr so lange dauern, vielleicht 1, 2 Monate oder so. Und das hier ist eben so ein Kurzgeschichtenband. Das hatte ich mir vorbestellt und habe es dann auch relativ früh bekommen und habe es auch sofort verschlungen und gelesen, weil ich das Selection einfach über alles liebe. Und ich fand auch diesen Kurzgeschichtenband super toll. Da sind eben 2 Kurzgeschichten drin. Einmal The Prince. Da geht es um den Prinz Maxon. Da wird eben der aus dem ersten Teil, der Anfang aus seiner Sicht erzählt. Damals, als ich das gelesen habe, habe ich es direkt nach dem ersten Teil The Selection eben gelesen. Und da fand ich nicht so gut. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil der Inhalt wirklich der allerselbe war, nur eben aus seiner Sicht. Und ich fand, da hätte sie sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können, die Autorin. Aber ich habe ja The Guard jetzt zum ersten Mal gelesen und da war ein bisschen mehr Zeit zwischen den einzelnen Büchern. Und ich habe gemerkt, dass es da viel mehr Spaß macht, das zu lesen. Also die Geschichte ist einem ja dann nicht mehr so präsent, wie wenn man das hintereinander liest. Und dann ist es einfach wiederum spannender, weil man dann so ein bisschen schon vergessen hat, was vorher passiert ist. Und in The Guard geht es eben, das muss ich ja jetzt natürlich auch noch kurz sagen. Da geht es natürlich um den Guard, also um den Wächter. Und der Wächter ist ja der ehemalige Freund von America. Ah, für die, die es vielleicht nicht wissen oder nicht kennen, sage ich nochmal kurz, um was es geht, weil sonst kann ich das ja gar nicht richtig erklären. Und zwar geht es in der Selection-Reihe um America Singer. Und sie lebt in einer Welt, es ist so eine dystopische Welt, die besteht aus Kasten und es gibt auch einen König, der über alles herrscht sozusagen. Und das soll eben Amerika darstellen. Also es gibt schon noch andere Könige und andere Länder. Und America Singer lebt in Amerika, also im alten Amerika. Auf jeden Fall ist es in Kasten eingeteilt von 1 bis 8. Und wer in der Kaste Nummer 8 lebt, der hat es eben ganz schlimm. Der hat nicht mal ein Dach über dem Kopf und nichts zu essen und muss hungern und so weiter. Also ist nicht so toll. Und die in Kaste 1 haben es eben sehr, sehr gut. Ich glaube, das müsste dann auch der König sein. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, ob der so eine eigene Kaste für sich ist, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall geht es in dem Ganzen darum, dass der König hat natürlich eine Frau und einen Sohn, ja, wie das so ist. Und der Sohn bräuchte jetzt so langsam mal eine Frau. Und in dieser Welt ist es eben so, dass jedes Mal, wenn dann der neue Prinz eine Frau sucht, sowas wie eine Brautschau oder ja, wie der Bachelor, so in der Art, wird dann so eine Veranstaltung ins Leben gerufen. Da werden dann aus dem ganzen Land die heiratsfähigen Frauen dazu aufgefordert, sich anzumelden, wenn sie das möchten. Und sie können dann an dieser Selection teilnehmen. Und der Prinz kann sich dann dort aus, ich glaube, 35 oder 36 Frauen sind es am Anfang, die dann da eingeladen werden tatsächlich, in das Schloss. Der Prinz kann sich dann dort sozusagen aussuchen, wen er heiraten möchte. Ja, dass das Ganze nicht so einfach ist, das erfährt man dann, wenn man die Bücher liest. Und America ist natürlich auch dabei, wobei bei ihr
war das Ganze nicht so ganz gewollt. Also so richtig wollte sie gar nicht teilnehmen, aber ihre Familie ist eben, ich glaube, ich weiß nicht, in welcher Kaste sie lebt, aber ich glaube 5 oder so. Also nicht so gut, aber auch nicht wahnsinnig schlecht. Also sie müssen jetzt nicht unbedingt hungern, aber sie müssen doch schon schauen, dass sie Geld haben. Und wer an der Selection teilnimmt, dessen Familie bekommt eben regelmäßig Geld zugeschickt und so weiter. Und ja, deswegen nimmt America jetzt einfach teil, vor allem weil ihre Mutter sie dazu drängt. Aber eigentlich hat America einen Freund. Heimlich hat sie sich nämlich in Aspen verliebt. Das ist ihr Freund. Wie auch immer, mehr erzähle ich nicht zur Geschichte. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, The Guard ist eben Aspen. Ja, mehr sage ich dazu aber auch nicht. Ihr könnt euch jetzt denken, was ihr wollt. Es ist eben ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt zu erklären, ohne zu spoilern. Und deswegen lasse ich es jetzt einfach. Auf jeden Fall fand ich The Guard super toll. Ist auch eben auch aus der Sicht von Aspen, und zwar der zweite Teil, ein Teil vom zweiten Teil, besser gesagt nicht der ganze zweite Teil, denn es ist ja nur eine Kurzgeschichte. Und das ist aus seiner Sicht und ich fand es richtig toll. Ich habe trotzdem meinen Favoriten. Ich bin für den Prinzen immer noch. Ich bin irgendwie immer für den Prinzen. Ich meine, wahrscheinlich ist dieses Buch deswegen so eine Faszination für mich und deswegen liebe ich es wahrscheinlich so, diese Reihe, weil es eben um Prinzessin sein und Prinzen geht und was weiß ich und Schloss und Kleider und ja. Ich finde den Prinzen einerseits toll, obwohl im zweiten Band hat er mich ein bisschen geschockt. Ja. Aber egal. Ich bin trotzdem für Prinz Maxon. Ja. In diesem Buch ist dann auch nochmal der Anfang von The One, also so ein paar Seiten. Ein Sneak Peek steht hier, glaube ich, genau. Kann man da lesen und das fand ich auch ganz, ganz toll und das macht natürlich Lust auf mehr und ich kann es kaum erwarten, bis The One endlich erscheint. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ja, es war echt toll. Und was in diesem Buch noch vorhanden ist, ist, glaube ich, so eine, genauso Bonusmaterial wie bei einer DVD sozusagen. Also könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Auf jeden Fall, ich glaube, da ist ein Interview mit Kira Cass drin, genau. Dann eine Liste der Mädchen und verschiedene Sachen. Americas Stammbaum, Aspens Stammbaum und Maxons Stammbaum. Und da ist sogar, das finde ich cool, das Selection Official Playlist drin. Also so Musik. Ich habe es mir jetzt noch nicht angehört oder angeschaut, was es da so für Musik gibt. Also ich habe alles durchgelesen in dem Buch, aber so genau habe ich jetzt nicht nachgeschaut, was das für Musik ist. Und auch von The Elite ist eine offizielle Playlist drin. Finde ich echt cool, dass die sowas machen. Bei manchen Büchern ergibt es schon Sinn. Zum Beispiel bei Kirschruder Sommer würde es Sinn ergeben. Also das war ein Buch, da habe ich tatsächlich die ganze Playlist angeschaut. Also es gab keine Playlist drin, aber ich habe die Musik herausgesucht und habe während dem Lesen schon geschaut. Oh ja, das hören die sich jetzt gerade an, das passt ja echt gut und so. Und ja, eigentlich ist Musik immer so eine tolle Sache, wenn das so mit den Büchern vermischt wird. Ja, das habe ich auf jeden Fall gelesen. Und wer das Selection mag, wird das wahrscheinlich auch mögen. War auf jeden Fall toll. Danach habe ich dann ein Buch gelesen, das wiederum habe ich rezensiert. Also auch das verlinke ich euch dann in der Infobox. Und zwar geht es um Mein Sommer nebenan von Huntley Fitzpatrick. Dieses Buch fand ich ziemlich gut. Sehr gut sogar und kann ich eigentlich auch nur weiterempfehlen. Aber schaut euch einfach mal die Rezension an. Also ich erzähle da jetzt auch nicht mehr viel dazu, weil, wie gesagt, Rezension online steht und ich möchte ja nicht, dass das Video jetzt ewig lang wird, wenn ich zu jedem Buch so viel erzähle. Dieses Buch hat auf jeden Fall 509 Seiten und ich habe 4,5 Sterne vergeben. Ja. Hier geht es auf jeden Fall um eine Sommerliebe, kann man sicher denken. Und es geht um Samantha und Samantha und ihr Nachbar verlieben sich sozusagen ineinander. Also das ist jetzt so die Kurzversion des Inhalts. Natürlich geht es um noch viel, viel mehr. Natürlich geht es auch um Thematik erste Liebe, Eltern und so weiter, Familie. Ja, so ein typisches Jugendbuch. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Ein sehr, sehr tolles Buch und auch weiter zu empfehlen. Aber ich glaube, das sagen euch die meisten YouTuber. Also ich habe bisher nur positive Meinungen über dieses Buch gehört. Von daher, ja, kann man das eigentlich nur lesen. Man hat keine andere Wahl, als es zu lesen. Danach habe ich dann noch ein Buch aus der Bibliothek gelesen. Also das Buch vorhin war auch aus der Bibliothek. Das war ja vom Bibliothekssubvoting, das ja im Februar jetzt so richtig gestartet ist und angefangen hat. Und das zweite Buch aus dem Subvoting war dann eben Rückkehr nach Summerton Court von Layla Rashid.
Dieses Buch hat 381 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich habe es ebenfalls rezensiert. Das Video ist auch schon online und ihr könnt es euch anschauen. Ich fand das Buch auch ziemlich gut, hat mir sehr gut gefallen. Es ist eben ein historischer Roman, spielt um 1912, genau da hinten steht es, in England um 1912. Und Somerton Court ist eben dieses Herrenhaus. Da sieht man es nicht so gut, aber ist auf jeden Fall ein Herrenhaus und da lebt eine Familie und da spielen sich eben gewisse Dinge ab. Und natürlich zu dieser Zeit ist es für Frauen doch etwas anders. Sie dürfen, glaube ich, nee, sie dürfen noch nicht wählen und so weiter und haben noch nicht so viele Freiheiten wie wir heute. Deswegen ist es schon ziemlich interessant, sich das Ganze mal anzuschauen, wenn man auf historische Romane steht, so wie ich. Dann macht das auf jeden Fall Spaß. Aber schaut euch auch hier einfach mal die Rezension an, wenn ihr Lust dazu habt und wenn es euch interessiert. Und das dritte Buch habe ich dann auch aus der Bibliothek ausgeliehen, war auch ein Bibliothekssubvoting-Buch. Und zwar war das Firelight, brennender Kuss von Josephine, nein, von Sophie Jordan. Josephine, wie komme ich auf Josephine? Egal, Firelight, brennender Kuss, Sophie Jordan. Das Ganze hat 374 Seiten und hat von mir, genau, nur 3,5 bis 4 Sterne bekommen, aber eher so 4, glaube ich, oder? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Ich finde so im Nachhinein eher so 4 Sterne. Hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es um Drakis. Also so, ja, früher nannte man sie Drachen, heute heißt sie Drakis. Nein, Drakis sind einfach so ein Gemisch aus Drache und Mensch. Und es geht um Jacinda, das ist die Protagonistin des Buches. Und sie ist ein Draki, und zwar ein Feuerdraki. Und ja. Da passieren eben einige Dinge, aber ich möchte jetzt nicht viel verraten vorneweg, weil ich auch hier eine Rezension abgedreht habe. Und ich weiß nicht, ob die Rezension jetzt schon online ist, wenn dieses Video online geht. Weil ihr bis jetzt, also ich drehe jetzt heute das Video, heute ist der 6. März und ich drehe das Video gerade und dieses Video ist noch nicht online. Ich weiß jetzt nicht, ob es vorher online geht oder danach. Auf jeden Fall verlinke ich das dann auch, sobald es online ist. Dann könnt ihr euch da die Rezension auch anschauen und dann sage ich jetzt auch nicht viel mehr dazu. Dann habe ich wieder ein E-Book gelesen und das war auch so ein kürzeres E-Book. Hatte, ich glaube, nur 100 Seiten. Und zwar nannte sich das Ganze Vorsicht, Herzalarm und ist von Carly Phillips oder so. Ja, nochmal zeigen. Genau, so sieht das Ganze aus. Und dieses Buch hat von mir ungefähr 2,5 bis 3 Sterne nur bekommen. Also. Die Thematik an sich ist ganz schön von diesem Buch. Es geht um eine verflossene Liebe sozusagen, um eine alte Liebe und es geht auch um Familien mit kranken Kindern. Also die Protagonistin, die arbeitet in einem Krankenhaus und hilft eben Familien, die schwer kranke Kinder haben und noch andere Kinder haben. Also, beziehungsweise, sagen wir es so. Man stelle sich die Sache so vor. Es gibt eine Familie mit 2 Kindern und das eine Kind hat von mir aus irgendwas ganz Schlimmes, Krebs oder sowas. Und deswegen ist die Familie ständig nur mit diesem einen Kind beschäftigt, weil das immer ins Krankenhaus muss oder im Krankenhaus sein Leben verbringen muss oder so. Und die Eltern müssen dann eben auch immer da sein natürlich. Und das ist alles nicht so einfach, vor allem. Auch nicht einfach und daran denken die meisten natürlich nicht so ganz, weil das zweite Kind fühlt sich natürlich vernachlässigt irgendwann und das hat auch so ganz widerstreitende Gefühle und das kennt die Protagonistin sehr, sehr gut, weil ihr ging es nämlich ganz ähnlich, als sie jünger war und auf jeden Fall arbeitet sie in dem Krankenhaus und hilft eben diesen Kindern und diesen Familien mit kranken Kindern, ja. Im Laufe einer solchen Hilfeaktion, sage ich jetzt mal. Trifft sie jemanden, den sie von früher kennt? Und ja, darum geht es eigentlich. Das ist der Inhalt des Buches. Sie trifft jemanden, den sie von früher kennt. Und wer das ist und so, das sage ich jetzt nicht, weil das ist so eine kurze Geschichte, dass ich da alles verraten würde. Ja, die Geschichte war okay, aber irgendwie hat die mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also. Man kann es lesen, muss es aber nicht und deswegen hat es nur 2,5 bis 3 Sterne von mir bekommen. Ich konnte mich auch nicht entscheiden, ob es nur 2 kriegen soll oder 3. Deswegen habe ich dann gedacht, so 2,5, ja, bis 3. Sagen wir mal 3. Also auf den Online-Plattformen wird es 3 Sterne bekommen, aber ja, so begeistert war ich jetzt nicht von dem Ganzen.
So, und dann habe ich noch ein Buch gelesen. Da zähle ich allerdings nur 84 Seiten. Es hat mehr Seiten, aber da sind so Bilder drin. Und ich habe einfach mal geschaut, wie viele Bilder drin sind und habe die Seiten dann abgezogen, weil das gilt ja nicht. Bilder kann man ja nicht lesen. Deswegen hat es nur 84 Seiten. Und zwar geht es um dieses Buch. Ich halte es mal irgendwie in die Kamera, dass ihr es sehen könnt, hoffentlich. Ein Mops, ein Buch. Sir Henry über Möpse und Menschen. Genau. Und das Ganze ist von Renate Schramm und Uschi Ackermann. Genau. Und da geht es eben, wie man sich denken kann, um Möpse. Und es geht auch um andere Hunde übrigens. Also ich fand das Buch ziemlich cool. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Und ja, wie gesagt, da sind auch Bilder drin. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz. Solche hier zum Beispiel. Also ist ganz süß gemacht. Und vor allem sind dann auch immer solche roten Kästchen drin. Da werden dann so Fakten erklärt über Hunde oder hier zum Beispiel Hundehelden des Alltags. Da wird dann der St. Bernardiner zum Beispiel hier erwähnt, der hat über 40 Menschen aus Lawinen gerettet. Und solche Sachen sind da eben diesen Kästchen. Und ansonsten wird erzählt Henry, und das ist eben dieser Mops, schätze ich mal, der erzählt über sein Leben und über sein Frauchen und über andere Hunde und Hundefreunde und so weiter. Und das ist echt so süß gemacht. Und ich habe ein paar Mal so richtig, richtig lachen müssen. Also wenn man Hunde mag, dann macht es richtig Spaß, es zu lesen. Selbst obwohl es aus der Sicht eines Hundes ist. Also ich fand es richtig cool. Ja. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Wenn ihr Hunde mögt und vor allem den Mops, die Rasse mögt, dann gefällt es euch wahrscheinlich. Vermute ich mal. Also ja, zum Inhalt kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil wie gesagt, es geht eben um Henrys Leben und er erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, sage ich jetzt mal. Ja. So, und das war's. Genau, das habe ich gelesen im Monat Februar. Und ich habe durchschnittlich übrigens 3,8 Sterne, also sagen wir mal durchschnittlich 4 Sterne vergeben. Das ist jetzt ganz okay, also ist genauso eigentlich wie im Januar. Aber im Januar habe ich ja nur 2 richtige Bücher und ein nicht so tolles gelesen, ja. Egal. Ich vermute mal, dass der März auch nicht so ein super toller Monat wird. Mal schauen. Also ich lese auf jeden Fall die Bibliotheks-Subvoting-Bücher. Die lese ich auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich noch nicht, was ich alles lesen kann. Weil so wahnsinnig viel Zeit habe ich nicht zum Lesen. Aber das sehen wir dann. Das war auf jeden Fall mein Monatsrückblick für den Monat Februar. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch so gezeigt habe. Und wie gesagt, alles andere verlinke ich in der Infobox. Schaut einfach mal in die Infobox vorbei. Und ihr könnt mir übrigens auch, das wollte ich schon letztes Mal sagen, ich vergesse es immer, das wollte ich schon oft sagen, ihr könnt mir übrigens auch gerne auf Twitter oder Instagram oder so folgen. Da halte ich euch über andere Dinge am Laufenden. Zum Beispiel habe ich da auch so ein bisschen was Beauty-mäßiges oder Fashion oder so. Auch ein bisschen, je nachdem. Und da könnt ihr mir natürlich auch folgen. Da habe ich auch oft mal gepostet, was ich gerade lese und wie ich das finde. Also ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir da auch folgen. Ansonsten schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr so gelesen habt und wie euer Lesemonat Februar war. Also den Januar lassen wir jetzt mal, aber den Februar. Erzählt mir, wie euer Februar war. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen März und einen tollen Lesemonat März und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!